Hallo Netz, willkommen auf meinem Ameisenkanal N Thomas. Heute wollte ich euch mal was zeigen, und zwar haben meine Kolonien Männchen bekommen und außerdem werdet ihr auch noch ein kleines Update zu diesen beiden Kolonien bekommen, während ich das halt alles filme. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir haben jetzt schon mal die zwei Boxen vor uns stehen. Wir haben links einmal die eine Box, da ist die Merano Plus Bicolor drin. Und wir haben rechts die andere Box mit der Ektatomaruidum. Und das sind beides meine Exoten, die keine Winterrohr halten. Eine andere Kolonie habe ich da jetzt nicht, die ungefähr so ist. Die Merano Plus Bicolor, die linke Kolonie, hatte ich letzte Weihnachten bekommen. Oben rechts in der Ecke könnt ihr jetzt nochmal das Unboxing angucken. Guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Und da war die Kolonie wirklich sehr klein gewesen. Also wir gucken gleich nochmal ins Nest rein, da werdet ihr den Unterschied auch nochmal sehen. Aber rechts erstmal ist noch die Ektatomaruidum Kolonie. Die war auch wirklich ganz klein, als ich sie bekommen habe. Oben rechts in der Ecke findet ihr auch das Unboxing zu dieser Kolonie. Da hat sich auch einiges getan. Ich denke mal aber, wir gucken uns erstmal die linke Kolonie, die Merano Plus Bicolor, etwas genauer an. Also wir sehen schon, dass die Arena etwas mit Ameisen gefüllt ist. So im Durchschnitt würde ich mal sagen, 5 bis 10 Arbeiterinnen sind außerhalb des Reagenzglases bei dieser Kolonie. Das ist natürlich nur eine Gründerbox jetzt, aber ich glaube, dass diese Aktivität ungefähr für diese Koloniegröße auch recht normal ist. Aber im Nest sieht es dann schon ganz voller aus. Und zwar ist das jetzt das Nest. Und man sieht auf jeden Fall, dass da wirklich viele Arbeiterinnen sind mittlerweile. Als ich die Kolonie bekommen habe, seht ihr auch im Unboxing, waren das, ich glaube, circa 15 Arbeiterinnen damals gewesen. Mittlerweile sind das sicherlich über 100. Schätzen kann ich zwar nicht gut, aber das ist wirklich meine Vermutung. Guthaben sind natürlich auch sehr viele, kann man da jetzt neben der Watte etwas erkennen. Vor allem Larven. Aber in diesem Video geht es ja um die Männchen und das kann man jetzt ein bisschen erkennen schon im Hintergrund. Wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an. Und zwar sehen wir hier erstmal zwei Männchen. Die Kolonien haben plötzlich Männchen bekommen. Und zwar die Merano Plus Bicolor und die Ektatomaruidum, also meine zwei einzigen Exoten aus dem tropischen Amerika und Asien. Gleichzeitig haben die Männchen bekommen. Das sind jetzt ein paar mehr Männchen, als ihr jetzt eben im Bild gesehen habt. Also ich hatte da teilweise auch schon 5 bis 10 Männchen gleichzeitig im Nest gehabt. Oder ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weiß ich gerade gar nicht genau. Hinten an der Watte könnt ihr vielleicht gerade noch ein paar Männchen erkennen. Aber was ich sagen will, ist, dass die Männchen wirklich sehr kurzlebig sind und ich in der Arena dann oft tote Männchen finde. Weil da die Männchen wirklich sehr kurzlebig sind und da immer neue Männchen dazukommen, dann die alten wieder versterben und so weiter. Aber dann gucken wir uns mal die Ektatomaruidum an, denn bei denen ist natürlich auch ungefähr das gleiche passiert. Erstmal die Arena. Hier sieht man jetzt keine Arbeit drin. Das ist aber auch normal, weil die Kolonie ist deutlich kleiner. Diese Kolonie habe ich im Januar bekommen, diesen Jahres noch. Wir haben hier noch 2018 jetzt, noch 2 Tage oder so. Und bei dieser Kolonie ist das so, dass sie recht langsam gewachsen ist, vergleichsweise zur Merano Plus, was aber normal ist für diese Art. Denn wir gucken jetzt mal ins Nest und wir sehen, dass das ungefähr 9 Arbeiterinnen im Moment sind, die wir da im Nest haben. Als ich sie bekommen habe, wie gesagt, schaut beim Unboxing vorbei, da war die Königin mit einem kleinen Eierpaket da. Die Eier werdet ihr auch gleich sehen, die sind wirklich schwarz, was man im Unboxing auch gut sehen kann. Und die Kolonie ist wirklich gewachsen, aber wirklich nicht schnell. Das ist aber normal für Ponerien. Die wachsen generell immer so schnell und von Januar bis, ja, jetzt sind wir auch fast Januar, in einem Jahr zu 9 Arbeiterinnen von der Königin ist so ein Normalfall für so eine Ponerien. Und sie haben natürlich auch ein Männchen bekommen, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Bei der halt auch gleichzeitig mit den Merano Plus. Das hat alles angefangen mit den Männchen bei beiden Kolonien im Herbst. Also ich habe die Männchen jetzt seit ein paar Wochen schon im Nest.
da ist jetzt das eine Männchen. Also ein Männchen auf 9 Arbeiterinnen ist eigentlich auch recht viel, wie bei den Merano plus diese 10 auf 100 Arbeiterinnen oder irgendwie sowas. Das Männchen ist, glaube ich, da, also meine Vermutung, warum die beide Männchen bekommen haben, ist, dass dort, wo die herkommen, also aus dem tropischen Amerika und dem tropischen Asien, jetzt die Regenzeit anfängt. Die exotischen Arten haben meistens den Schwarmflug mit Beginn der Regenzeit. Und meine Vermutung wäre halt jetzt, dass die anfangen, Geschlechtstiere auszubilden, beziehungsweise nur die Männchen, weil jetzt die Schwarmzeit in deren Heimat beginnt. Warum jetzt keine Königinnen ausgebildet werden, kann ich nicht genau sagen. Meine Vermutung wäre da jetzt schon wieder, dass die Kolonie zu klein ist, um Königinnen auszubilden. Woran genau das liegt, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber jedenfalls haben die beide Männchen ausgebildet. Und ich glaube, dass es halt an dieser Sache mit der Regenzeit jetzt liegt, dass sie die Schwarmzeit haben. Ja, ich denke mal, das war es auch eigentlich mit dem Ganzen, was ich zu den Männchen jetzt erzählen wollte. Hier seht ihr noch kurz die Brut der Kolonie, wie gesagt, die schwarzen Eier. Larven sind sehr viele von. Im Moment habe ich keine Puppen, aber ich habe eben noch ein paar neugeborene Arbeiterinnen gesehen. Also da waren schon Puppen da. Und jetzt, bei 9 Arbeiterinnen, fängt die Kolonie halt langsam an, schneller zu wachsen als zu Beginn. Jetzt füttern wir aber nochmal die Merano plus Bicolor, weil bei den Ektatoma würde man nicht sehen. Die sind wirklich noch so klein, dass die eher dämmerungs- bis nachtaktiv sind im Moment noch. Deswegen füttern wir mal mit einem Honigtropfen hier die Merano plus Bicolor. Und ihr werdet gleich sehen, wie es so eine Viertelstunde danach ausgesehen hat. Ja, so sieht das aus. Und das war's auch mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Euer N. Thomas. Tschüss.